Neben dem Knie ist die Hüfte das wichtigste und größte Gelenk des Menschen. Unsere Hüfte hält uns in Bewegung und stabilisiert gleichzeitig unseren Körper. Dennoch sind Probleme und Schmerzen in der Hüfte weit verbreitet. Die Gründe dafür sind meist entweder altersbedingter Verschleiß oder einseitige körperliche Überlastung. Es kommt zu Einschränkungen, die für den Betroffenen sehr schmerzhaft sein können. Wenn Medikamente und Krankengymnastik nicht mehr helfen, kann ein künstliches Hüftgelenk für Schmerzfreiheit und neue Beweglichkeit sorgen. Das Endoprothesenzentrum im Marienkrankenhaus Hamburg ist spezialisiert auf besonders schonende Hüftgelenksoperationen. Wenn sich für den Patienten ein neues Hüftgelenk als beste Lösung abzeichnet, entwickeln wir gemeinsam mit dem Patienten und dem niedergelassenen Arzt den passenden Behandlungsplan. Jede Operation wird individuell geplant und mit großer Sorgfalt ausgeführt. Wir im Marienkrankenhaus verstehen unseren Versorgungsauftrag so, dass wir Qualitätsprodukte anwenden, die einfach sehr gute Langzeitergebnisse erwarten lassen. Wir bieten nicht alles an, was auf dem Markt verfügbar ist, denn da können wir nicht abschätzen, wie werden sich diese Produkte in naher oder mittelfristiger Zukunft verhalten. Deshalb setzen wir auf das, wovon wir einfach wissen, dass es über 20, 25 Jahre einen guten Dienst leisten wird. Nach Vorbereitung und Einleitung der Narkose beginnt die circa einstündige OP. Unter einem gefilterten, sterilen Luftstrom werden die Geräte in einem speziellen Rüstraum vorbereitet, um die höchste Hygiene zu gewährleisten. In unserem modernen Zentral-OP können sämtliche erhobene Bilddateien dargestellt und noch einmal überprüft werden. Die minimalinvasive Operationstechnik ist eine Vorgehensweise mit einem kleinen Schnitt und sehr geringen Operationsverletzungen. Zudem kommen bei uns nur hochwertige Materialien zum Einsatz. Wir benutzen optimale Prothesen. Die Gleitpaarungen haben sich noch einmal verbessert. Dadurch haben wir weniger Abrieb und dürfen auch sehr lange Standzeiten von diesen Prothesen erwarten. Zum anderen haben wir die Implantationstechniken verbessern können. Das heißt, wir machen sehr kleine Schnitte und gehen durch bestimmte Muskelfenster, ohne dass wir Sehnen und Muskeln dabei beschädigen. Dadurch ist der Heilungsprozess viel schneller und auch die gesamte Rehabilitation wird schneller vonstatten gehen. Bereits im Krankenbett beginnt auf der Station die Rehabilitationsphase. Wir kümmern uns um die Anschlussheilbehandlung direkt innerhalb unseres Hauses und starten in enger Absprache mit den Pflegeexperten und Physiotherapeuten den Reha-Plan. Im Marienkrankenhaus arbeiten Orthopäden und Reha-Spezialisten Hand in Hand, damit alle Ärzte jederzeit über die Details ihres Therapieverlaufs informiert sind. Wenn ihr Allgemeinbefinden es zulässt, können sie bereits am selben Tag nach der Operation wieder aufstehen und mit den neuen Bewegungsabläufen beim Gehen und Treppensteigen beginnen. Unsere Physiotherapeuten arbeiten mit einem speziellen Übungsprogramm, das ihre Muskeln kräftigt und die Gelenke mit gezielten Übungen beweglich hält. So steigern wir kontinuierlich ihre Mobilität und kontrollieren dabei den Therapieverlauf. Soweit die Wundheilung gut voranschreitet, können Sie das Krankenhaus nach ca. 8 Tagen wieder verlassen. Durch die Verbindung des präzisen Operationsverfahrens mit gezielter Physiotherapie kommen Sie in unserem Endoprothesenzentrum schnell wieder auf die Beine. Persönlich, maßgeschneidert und aus einer Hand.